Tief in einem Wald sind wir gefangen in Raum und Zeit, in einem Dorf voll Abenteuer und voll Gefahr. Ein altes Zauberrätsel und wir können uns nicht befreien, doch nicht alleine, nur zusammen sind wir stark. Das ist der Fluch des Falken. Nimm dich in Acht vor dem Falken. Das ist der Fluch des Falken. Der Fluch des Falken. Sechs Freunde sind in einem Zeitloch gefangen. Isabelle ist überzeugt, dass Baron Gabor ihnen heraushelfen wird. Sie besorgt ihm Darias Tagebuch mit all seinen Geheimnissen und ahnt nicht, dass Gabor sie nur benutzt, um an die wahre Macht des Kristalls zu gelangen. Auch Sylvana hat einen Pakt mit Costa geschlossen, um an den Kristall zu gelangen. Als es Gabor gelingt, die verborgene Weissagung in dem Buch sichtbar zu machen, wissen nun auch die Freunde, dass es einen Auserwählten unter ihnen gibt. Warum hast du Darias Tagebuch geklaut und dem Baron gegeben? Ich wollte einfach, dass wir hier rauskommen. Es war eine Chance. Trotzdem, ich find's zu krass. Ja, ist ja gut, ich weiß. Ich habe mich ja schon bei Anna und Emily entschuldigt. Hättest du nicht wenigstens verhindern können, dass Gabor die drei Seiten da rausreißt? Wie denn? Das ging so schnell. Warum hat er sie eigentlich behalten? Also ich glaube, er will verhindern, dass wir die Weissagung kennen. Aber er hat sie euch doch vorgelesen. Nicht uns, sondern mir. Er wusste ja nicht, dass die anderen in der Gruft sind. Wie auch immer. Ich habe die Weissagung aufgeschrieben, soweit ich mich erinnere. Ja, cool, dann lies sie vor. Vergraben ruht ein weißer Stein und wer ihn nimmt, hat die Zeit allein, doch nur ein reines Kind aus einer anderen Zeit ist auserwählt, den Kristall zu berühren. In der dunklen Gruft strahlt der helle Kristall. Zu dritt sind sie gekommen, doch jeder kämpft allein. Und wer sich bewähren kann und seine Schwächen bekämpft, den Kristall in Händen hält. Und ihr glaubt, dass dieser Text was mit den Symbolen auf dem Monolithen zu tun hat? Ja klar, ich meine, Daria wird die Zeichen entdeckt haben, dann entschlüsselt und später mit unsichtbarer Tinte in den Tagebuch geschrieben haben. Aber die wirkliche Frage ist doch, was bedeutet die Weissagung? Ja, was wohl? Es gibt eine Auserwählte, die die Bewährungsprobe bestehen soll. Danach kann sie den Kristall berühren und uns alle aus dem Zeitloch retten. Und das bist du? Ja, wer denn sonst? Septemmer nostura vit mortrigibus. 7 Jahre dauerte der Tod der Könige. Transmittere lux, übertrage das Licht. Darine fortitudine mi vigilabet vitam. Gib mir Stärke, um das Leben zu erwecken. Costa, du weißt, ich will bei meinen Meditationen nicht gestört werden. Meine Macht wächst. Bald werde ich mich Gabor stellen können. Aber wir brauchen noch den Kristall. Mir gehen langsam die Ideen aus, wo ich noch suchen soll. Ich habe alles probiert. Costa, du bist auserwählt. Du kannst nicht aufgeben. Nicht so kurz vor dem Ziel. Es ist, als stünden wir vor der letzten Tür, die uns zum Schatz führt. Uns fehlt nur noch der Schlüssel. Und was soll das für ein Schlüssel sein? Deine Freunde. Kapier ich nicht. Sie leben im Schloss an der Seite Gabors und sie sind neugierig. Vermutlich wissen sie längst, wo der Kristall versteckt ist. Und wenn, würden sie es mir nicht sagen. Bei denen bin ich komplett unten durch. Du wirst einen Weg finden. Jetzt hebt man nicht gleich ab. Nur weil er dir einen Falkenring geschenkt hat, heißt es nicht, dass du die Auserwählte bist. Doch, das hat Gabor doch selbst gesagt, weil ich die Einzige war, die an den Falken geglaubt hat. Vielleicht habe ich ja eine besondere Gabe. Ach, komm schon, jeder von uns kann irgendwas gut. Außerdem steht in der Weissagung nur was von einem Kind aus einer anderen Zeit. Und aus einer anderen Zeit sind wir alle. Falsch, ein reines Kind aus einer anderen Zeit, das zudem noch eine Bewährungsprobe zu bestehen hat. Da fällst du schon mal raus, John. Was genau soll diese Bewährungsprobe eigentlich sein? Naja, der Text war, und wer sich bewähren kann und seine Schwächen bekämpft, den Kristall in Händen hält. Klingt, als ob man seine eigenen Schwächen überwinden muss. Was für Isabel natürlich ein Riesenproblem ist, denn sie hat ja gar keine Schwächen. Du bist ja so lustig, John. Irgendwie ist es doch ein Widerspruch. Ich meine, ein reines Kind hat doch keine Schwächen. Und da gibt's noch was, was ich nicht verstehe. Es ist doch die Rede von dreien, die kommen und nicht von einem. Ja, hier steht, zu dritt sind sie gekommen, doch jeder kämpft allein. Klingt nach Konkurrenz für Isabel. Kein Problem, weil ich ja schon weiß, wer auserwählt ist. Ich muss nur noch rausfinden, wie diese Bewährungsprobe genau ausschauen soll.
Aber das mache ich lieber alleine. Ich will ja nicht, dass ich irgendwie halbstark in Gefahr bringe. Na? Wann musst du mich so erschrecken? Schon gut. Ist das nicht das Wandbild aus Darius Hütte? Doch, das du kaputt gemacht hast, aber wir haben es trotzdem. Kristall. Ihr wisst, was steckt was. Keine Ahnung, wovon du redest. Na, von dem Kristall. Von dem alle Macht ausgeht. Silvana hat mir viel davon erzählt. Was hat sie dir denn genau erzählt? Dass nur der Auserwählte ihn berühren kann und dass ich zufällig dieser Auserwählte bin. Ich lach mich tot. Du bist der Auserwählte. Wetten? Zeig mir, wo der Kristall ist. Ich beweise es dir. Das kannst du knicken. Wieso? Du wirst doch auch wissen, wer der Auserwählte ist. Und du wirst auch hier raus. Such sie aus. Entweder du hast mich Tag und Nacht rund um die Ohren der Backe, oder du führst mich jetzt zum Kristall. Und wir klären das. Du bist ganz schön starrsinnig, weißt du das? Nennen wir es Verhandlungsgeschick. Na schön. Wir müssen warten, bis Branko und Gabo mal das Schloss verlassen. Ich weiß schon tausendmal, hier ist nichts. Dann kennst du bestimmt auch das. Oh! Was ist das denn? Hey, was macht ihr da? Was bist du denn hier? Er hat uns gesehen, als wir reingegangen sind. Sag mir, Isabel, warum zeigst du ihm den Kristall? Wir waren uns doch einig, dass Costa das nicht wissen soll. Weil er mir im Gegensatz zu euch dabei helfen will, die Bewerbungsprobe zu bestehen. Naja, um genau zu sein, will ich nur sehen, wie sie scheitert und dann selber die Prüfung bestehen. Sag mal, seid ihr bescheuert? Was ist denn, wenn Branko oder Gabe euch hier erwischen? Keine Sorge, die sind mit der Maschine beschäftigt. Was genau habt ihr denn da drin überhaupt vor? Naja, wir fassen den Kristall an und dann sehen wir, dass ich der Auserwählte bin. Ey, Isabel, hast du schon vergessen, was Vincent passiert ist? Ja, er ist alt geworden, und kann mir nicht passieren. Naja, mal schauen. Wartet! Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich macht diese Weissagung so noch keinen Sinn. Als ob irgendwas fehlen würde. Eine wichtige Message oder eine Strophe. Gabo hat doch 3 Seiten aus dem Tagebuch ausgerissen, oder? Du glaubst, Gabo hat uns das vorenthalten? Ja, vielleicht war auf jeder der 3 Seiten jeweils eine Strophe. Das ist also riesiger, wunderschöner Kristall, den ihr mir die ganze Zeit vorenthalten habt. Kommt schon, lasst uns lieber wieder rausgehen, bevor irgendwas passiert. Hey, wartet mal, das ist genau wie in der Weissagung. Zu dritt sind sie gekommen, doch jeder kämpft allein. Und jetzt sind wir gerade zu dritt. Nee, sind wir nicht, weil ich bei dem Mist garantiert nicht mitmache. Keiner von uns sollte den Kristall anfassen. Aber das ist die Bewährung, die in der Weissagung beschrieben wird. Genau. Jetzt sind wir hier und es gibt kein Zurück mehr. Zumindest für mich. Also, wer fängt an? Ich bestimmt nicht. Ja, ich glaube, das ist das Beste für uns alle, wenn ich das mache. Der Auserwählte ist ein reines Kind, das seine Schwächen überwinden muss. Das ist so ein Spruch, Isabel. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin aber gar nicht hochmütig. Und wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass du auserwählt sein könntest, ha? Silvana hat's mir gesagt. Ich werde über diesen Wald herrschen. Dafür sorgen, dass sich hier nichts ändert. Wie bitte? Wenn ich hier erstmal was zu sagen habe, bleiben wir alle für immer hier. Ja, genau, so weit kommt's noch. Das lasse ich auf gar keinen Fall zu. Nicht immer bei Warte! Wo ist sie? Denn die alte Frau her? Wer ist das? Die Klamotten. Und der Ring. Das ist Isabel. Ich glaub's einfach nicht. Sie muss den Kristall berührt haben, genau wie Vincent. Aber an den Rest kannst du dich nicht erinnern. Hä? Dass du alt warst und so. Gib den sofort her. Du klaust uns nicht mit meinem Malerstein. Und jetzt?
Ja, wie bei Vincent. Wir müssen den Mana-Stein holen und sie zurückverwandeln. Ich hole ihn sofort. Hoffentlich hat er noch genug Energie. Ich hoffe, Isabel geht's gut. Die Außenwelt ist jedenfalls nicht. Sonst wäre sie noch hier. Glaubst du, sie ist an ihren Schwächen gescheitert? Isabel wurde weggebeamt, weil sie nicht hierher gehört. Was ist passiert? Was war das gerade? Mein Glück, dir geht's gut. Du bist auf einmal gealtert, genau wie Vincent. Scheiße, ich kann mich an nichts erinnern. Das konnte Vincent auch nicht. Du hast den Kristall berührt, oder? Ja. Anna und Costa sind noch da unten in der Gruft. Du hast Costa zum Kristall geführt. Ich weiß, ich hätte das nicht machen sollen, aber wir wollten endlich rausfinden, wer der Auserwählte ist. Keiner von euch ist in der Lage, diese Welt zu verstehen. Ich bin der Auserwählte, weil ich dafür sorgen werde, dass hier alles so bleibt, wie es ist. Ach, du bist starrsinnig, sonst überhaupt nichts. Bleib lieber zurück, sonst passiert dir das Gleiche wie Isabel. Nein, Costa, bitte nicht. Ich bin der Auserwählte dieser Welt. Und das ist Costa. Costa ist also auch nicht der Auserwählte. Wer hat den Mana-Stein? Hey, Opi. Gleich ist alles vorbei. Moment, wo willst du denn hin? Stopp, bleib doch stehen. In der Weissagung steht, in der Bewährungsprobe muss man seine Schwächen besiegen. Dann ist ja jetzt eins klar. Costa war zu starrsinnig und Vincent zu diebisch, um der Auserwählte zu sein. Costa hat gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht wirklich so hochmütig. Ja, ein Engel bist du nicht gerade. Aber wir lieben dich genau dafür, weil du so bist, wie du bist. Was ist jetzt mit Anna? Okay, ganz ruhig. Du musst ihn nicht anfassen. Du kannst einfach rausgehen. Oh Mann, ich kann nicht. Ich hab Angst. Ich muss meine Schwäche überwinden. Ich muss die Angst besiegen. Ich muss meine Angst besiegen. Nächstes Mal beim Fluch des Falken. Verdammt! Wo ist sie denn? Moment, war sie noch da? Ob sie den Kristall berührt hat? Das kann sein. Also Anna ist nicht im Schloss. Das heißt, sie ist irgendwo da draußen im Wald. Das bedeutet, sie ist in Gefahr. Aber ich will, dass du Anna sofort zu mir bringst, wenn du sie findest. Ja. Du weißt, wo der Kristall ist. Wo ist